Guten Tag. Wir begrüßen Sie zu unserem Vortrag Star Wars: The Rise of Autonomous Debate bei der Digital Exchange 2020, in diesem Jahr rein virtuell. Wer sind wir? Genau. Also mein Name ist Boris Nizelowski. Ich arbeite als Solution Architect bei Opitz Consulting. Ich beschäftige mich mit Themen rund um Datenbanken, Middleware, Engineered Systems von Oracle und Infrastrukturthemen. Außerdem mit Cloud, Container und DevOps. Ich bin von Oracle als Oracle Ace nominiert und bin dann als Oracle Repräsentative. Dann kann ich dann alle Frau Oracle Fragen dann mit Kunden klären. Genau, Christian. Ja, ich bin Solution Architect im Bereich Infrastructure, das heißt Oracle DBA, kenne mich mit Hochverfügbarkeit, Systemtuning, Datenbanktuning, Datenbankmigrationen aus, beschäftige mich ebenfalls auch mit der Cloud, nehme heute den Part des AWS-Spezialisten ein im Vergleich zu Boris, der den Oracle Cloud-Spezialisten macht. Ja, im Prinzip ähnlich zu Boris und schon seit über 12 Jahren bei Opitz Consulting. Ja, was möchten wir Ihnen heute erzählen? Wir wollen mal die zwei Welten gegenüberstellen. Das, was Oracle mit der Oracle Cloud Infrastructure liefert, vergleichen mit dem Amazon-Produkt AWS und so ein bisschen auch die Vor- und Nachteile hervorheben. Aus Sicht der Anbieter wie auch aus unserer Sicht. Und das Ganze tun wir eben unter dem Titel The Rise of Autonomous Database. Ja, starten wir mal mit der Infrastruktur, die uns dafür geboten wird. AWS stellt derzeit 24 Regionen zur Verfügung. Eine Region besteht aus zwei oder mehr Datacentern namens Availability Zones im Amazon-Jargon. Zuzüglich gibt es noch drei weitere, die derzeit geplant sind. Das heißt, wir kommen auf 24 bis 27 in Summe. Wie sieht ein Region aus? Sie besteht aus mehreren Availability Zones, eben den Rechenzentren, die in einigen Kilometern Entfernung stehen. Innerhalb dieses Rechenzentrums gibt es zur Verfügung gestellte Instanztypen, also virtuelle Server. Und die basieren natürlich auf einer Hardware, die entsprechend unterschiedlich dimensioniert ist. Das heißt, ich habe Standardtypen, die T-Typen, ich habe R- und M-Typen, dazu im späteren Verlauf mehr. Und aus denen kann ich dann mir meine Instanzen aufbauen. Die benötigen als Grundlage erstmal ein Block Storage, EBS genannt, Elastic Block Storage, auf denen Filesysteme abgelegt werden oder eben als Raw Devices gemappt werden für den Betrieb einer Datenbank. Das Ganze rechts dargestellt in dem blauen Icon, eben der Storage meiner Datenbank. Und darauf kann ich dann meine Datenbankinstanz aufbauen, die eben auf einem Compute Instance Image läuft, Compute Image. Die R5 Images eignen sich ganz besonders für den Betrieb von Datenbanken, weil sie eben besonders viel Memory auch bereitstellen und einen guten Durchsatz. Das Ganze lässt sich vergleichen mit On-Premise, mit einer Oracle-Datenbank auf einem Server und einem angebundenen SAN-Storage. Der Unterschied zu dem, was wir noch machen könnten, ist, hier reden wir in keinem Fall von Pluggable Databases, sondern es ist wirklich eine Non-CDB-Architektur, die wir hier sehen. Wie sieht es bei dir aus, Boris? Ja, bei Oracle gibt es auch viele Standorte. Die heißen auch in Oracle-Jargon auch Regions. Und Oracle unterscheidet zwischen Commercial und Government Regions. Insgesamt momentan sind alle aufgezählt 22 Regions, die da sind, und in der Planung sind dann 13 weiteren noch. Ja, ein Region besteht aus einem oder mehreren Rechenzentren, Availability Domains bei Oracle, und in diesen Availability Domains werden dann die Netzwerke aufgebaut, die Subnetze, private und public,
Und was autonome Datenbank betrifft, autonome Datenbank wird dann auf eine Exadata-Umgebung ausgeführt und die alle autonomen Datenbanken werden als Pluggable Database provisioniert. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, eine autonome Datenbank zu nutzen. Zu einem gibt es eine Shared-Variante. Dabei werden dann die PDBs von verschiedenen Kunden in einer Exadata-Umgebung runtergebracht und wir teilen natürlich dann alle Ressourcen dann gemeinsam. Zweite Variante ist dediziert. Dann wird die gesamte Exadata-Umgebung nur für einen Kunden reserviert und Kunde kann dann beliebig viele PDBs dann laufen lassen. Die Workloads gibt es dann zwei Typen. Zu einem gibt es ein Data Warehouse und auch OLTP-Datenbank als Typ. Gut, Christian, ja, wie wird dann Oracle-Datenbank in AWS aufgebaut? Ja, das ist relativ einfach, wie ja auch gewünscht. Ich habe hier eine GUI, die ich bedienen kann und ich kann sagen, okay, ich möchte jetzt hier aus den verschiedenen genannten Möglichkeiten hier mal die Oracle-Instanz auswählen und kann dann auswählen, ob ich eine Enterprise Edition oder Standard Edition 1 oder 2 auswählen will. Wir haben ja Oracle Enterprise Edition und 2 normalerweise als Ziel und kann mich da noch entscheiden, bringe ich die Lizenzen selber mit. Dann kann ich eine Enterprise Edition oder eine Standard Edition wählen. Leider bietet mir AWS nicht die Möglichkeit, inkludierte Lizenzen über Amazon zu bestellen für die Enterprise Edition. Das heißt, da bin ich limitiert auf die Standard Edition. Am Beispiel habe ich jetzt mal eine Standard Edition ausgewählt in dem Screenshot. Als nächstes muss ich mir oder darf ich mir auswählen, welche Version ich denn, also welches Release ich denn einsetzen möchte. Das geht von 11.2.04 bis 19c. In dem Fall eben habe ich die Möglichkeiten, License Included zu nehmen. Habe ich jetzt hier mal ausgewählt im Screenshot. Dann kann ich die Backup Retention auswählen. Das heißt, wie lange will ich sie ausschalten, also gar kein Backup machen. Das wäre dann 0. Oder will ich einen Tag vorhalten oder bis zu 35 Tage in der GUI auswählbar. Des Weiteren kann ich noch zusätzlich den Zeitraum oder den Zeitpunkt des Backup-Starts auswählen. Also den genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht festlegen, aber einen Zeitraum, wann AWS das Ganze dann ankicken kann. So. Zusätzlich, zu guter Letzt, ist die Möglichkeit da, ein Failover eine Failover-Datenbank bereitzustellen, auf dem zweiten AZ oder auf dem dritten AZ, also eine zweite Möglichkeit für ein automatisches Failover bereitzustellen. Die basiert auf gespiegeltem Storage. Hier sind doppelte Lizenzen nötig und das merke ich auch im Preis von License Included, der dann ansteigt, wenn ich das Multi-AZ-Häkchen klicke. So, den Server, auf dem die Instanz läuft, muss ich mir natürlich auch auswählen. Ist es eine Standardinstanz hier oben im Bild zu sehen oder die jetzt aufgeklappte Möglichkeit Memory Optimized, wo ich hier diese zuvor schon genannte R5-Welt sehe. Und diese Klassen, die hier genannt sind, M, R und T, kann ich dann eben auch noch zusätzlich auswählen, wie viel CPUs die haben soll, wie viel RAM die bereitstellen soll und mit welcher Storage-Performance ich dann rechnen kann. Denn es gibt welche, die sind für EBS-Betrieb optimiert, also haben einen höheren Durchsatz und welche, die sind eben Standardinstanzen, die eher für CPU-lastige Sachen hergenommen werden. Tja, und die Art und die Größe des Block-Storages kann ich dann auch noch wählen. Defaultmäßig würde man jetzt vielleicht für eine Testdatenbank General Purpose wählen, also GP2. Das sind die günstigsten Block Volumes. Ansonsten kann ich auch Provisioned IOPS wählen. Das heißt, da kann ich die garantierten IOP-Zahlen eben auswählen. Das sind defaultmäßig dann, wenn ich IOPS, Provisioned IOPS wähle, bis zu 40.000 IOPS. Im Maximum wären das hier
dann sogar bis zu 80.000 IOPS, wenn ich die größte Instanzklasse nehme. So, und ich kann die provisionierte Größe angeben, sprich mein Startwert, Minimum 20 oder 100 Gigabyte, je nachdem, welchen Typen ich jetzt auswähle, und mit einem Maximum von 64 Terabyte insgesamt. Das Ganze mit und ohne Autoscaling-Funktion und Encryption. Ja, klicke ich dann auf Erstellung, dann dauert das Ganze bis zu einer Viertelstunde oder teilweise auch ein bisschen länger. Und das Ganze auch nur, wenn ich auf das erste Backup verzichte. Das müsste ich dann im Nachgang nachholen. Ja, wie sieht das bei dir aus, Boris? Ganz einfach, Christian, ganz einfach. Und zwar, um eine autonome Datenbank zu erstellen, muss man wirklich sehr, sehr wenig dann Eingaben machen. Zu einem muss man dann ein Compartment definieren, wo die autonome Datenbank ausgeführt wird. Dann braucht man eine Anzeigename und PDB-Name anzugeben. Nächstes, man wählt einen Workload-Typ. Man kann Data Warehouse oder OLTP-Datenbank dann konfigurieren. Und natürlich ein Deployment-Typ, ob die Datenbank auf Shared-Infrastruktur oder auf ein Dedicated-Infrastruktur aufgebaut werden muss. Bei Dedicated-Infrastruktur müssen Sie im Vorfeld bereits eine Exadata-Infrastructure bereits provisionieren und da können Sie dann Ihre dann autonome Datenbanken erstellen. Ja, als nächstes legen Sie eine Datenbankversion fest. Zurzeit sind 18 oder 19 möglich und definieren Sie eine Zahl von CPUs und von Storage, die Datenbank dann zur Verfügung stehen wird. Sie können dann auch Autoscaling dabei einschalten. Und ja, oben Always Free, wenn Sie diesen Button aktivieren, bekommen Sie dann eine kleine Datenbank mit weniger Ressourcen völlig kostenlos zur Verfügung. Ja, weiter. Man muss dann ein Passwort für administrativen User festlegen, sich für einen Netzwerkzugriff entscheiden und am Ende dann einen Lizenztyp definieren. Dann auf Create drücken und in wenigen Minuten bekommen Sie eine völlig funktionierte autonome Datenbank. Ja, ich mache dann weiter mit Features und bei Oracle Autonome Datenbank haben wir eine Pluggable Database. Wir haben keinerlei Zugriff auf Betriebssystemebene und auch kein SysDBA. Zugang. Wir sind da nicht als komplette Administratoren unterwegs. Die Versionen der Datenbank momentan werden nur 18 und 19 angeboten und mit Lizenzen. Autonome Datenbank ist wirklich eine reine Enterprise Edition Datenbank und es gibt zwei Lizenztypen, Lizenz inkludiert und auch Bring Your Own License für die Kunden, die bereits Lizenzen on-premises haben und die in die Cloud mitbringen wollen. Lizenz inkludiert beinhaltet zu Enterprise Edition noch Transparent Data Encryption, Diagnostic und Tuning Packs, Database in Memory in ADW, in Data Warehouse und auch Advanced Analytics Option. Was auch dann eine autonome Datenbank hat, was RDS Christian nicht hat, das ist dann Real Application Testing, Real Application Clusters, RAC und Database Vault. Nachteil ist, dass nur UTF-8 Character Set supported wird. Ja, erzähl bitte über die Features, Christian, in RDS. Gut, also ich muss ja sagen, erstmal, ja, nicht schlecht. Vor allen Dingen finde ich gut, bei dir ist License Included möglich für die Enterprise Edition, muss man einfach sagen. Und ein Pluggable Database ist vielleicht auch ganz nett. Ja, bei mir gibt es keine Pluggable Database. Also RDS ist erstmal Non-Pluggable, das heißt eine Non-CDB-Architektur. Die wird von Oracle auch nur noch bis inklusive 19 supported. Ab 20 wird da was anderes kommen, in Klammern müssen. SysDBA und Zugriff aufs OS sieht bei mir genauso aus, ist nicht möglich. Allerdings, schon vorweggenommen, ich habe eine SysD
DBA-Funktionalität, also ich kann einzelne DBA-Funktionen ausführen mittels RDS-Admin, dazu später mehr. Ja, ich guck mal, ich habe hier viel, viel mehr Möglichkeiten, aus den Releases zu wählen. Also wenn ich beispielsweise eine Applikation habe, die nur auf 12.1 oder 12.2 vielleicht hoffentlich supported ist, dann kann ich das aber wählen. Und ich habe die Möglichkeit, eben wirklich alle beiden Varianten, also Standard Edition wie auch Enterprise Edition zu wählen. Gut, bei Enterprise Edition muss ich halt meine eigenen Lizenzen mitbringen. Ja, die Optionen, die ich hier zur Verfügung habe, sind etwas beschränkter. Also ich habe hier die wichtigsten aufgeführt. Ich denke, das ist eigentlich aber auch in der Regel das, was man ja schon wirklich ausreichend ausschöpfen kann. Wer mehr braucht, der wird vielleicht wirklich dann Richtung ja, Richtung Exadata oder eben ADW oder ADB, ATP schielen. Ja, und ich habe vor allen Dingen viel mehr Charakter-Sets zur Auswahl. Also mal angenommen, ich hätte eine Applikation, die noch US7 ASCII braucht. Ja, kein Problem. Ich habe also mehr als 30 Charakter-Sets zur Auswahl, die ich bereitstellen kann. Und was ich nicht vergessen will, innerhalb der Datenbank kann ich natürlich auch APEX, OLAP, Spatial und so weiter. Also viele Sachen bereitstellen, das, was man eigentlich auch gewöhnt ist, bis inklusive der Möglichkeit, auch einen Enterprise Manager als Service eben zu nutzen, bereitzustellen. Tja, mal gucken, wie es weitergeht bei dir. Ja, Tools und Monitoring. Wenn wir eine autonome Datenbank provisionieren, haben wir wirklich sehr, sehr viele Tools zur Administration und Monitoring. Ja, zu einem in der Cloud-Konsole haben wir die Möglichkeit, die Datenbank stoppen, starten, Skalierung anpassen, an Ressourcen anpassen. Wir haben die Möglichkeit, die Backups und Recovery durchzuführen und auch die Datenbank zu klonen. Zu weiterem, wir haben einen webbasierten SQL-Developer, wo wir ganz normal wie in herkömmlichen SQL-Developer dann unsere Queries ausführen und bearbeiten können. Darüber hinaus haben wir Machine Learning Worksheets und auch eine APEX-Schnittstelle bereits und auch REST Database Service Oberfläche. Zum Monitoring, wir können die autonome Datenbank mit Oracle Management Cloud überwachen und es steht uns auch zur Verfügung auch ein Performance Hub in der OCI-Konsole. Das ist analog einem Cloud-Control, wo wir auch dann die Metriken für die Datenbank in realer Zeit als auch dann in der Vergangenheit analysieren können. Und da gibt es auch zwei Tools, die uns auch bekannt sind. Das sind die Active Session History und SQL Monitoring. Mit SQL Monitoring kann man die SQLs dann überwachen zu schauen, wie die Ausführungen aussehen. Christian, wie sieht das bei dir dann mit RDS, mit Tooling aus? Als erstes habe ich mal eine schöne Konsole. Also ich kann Backup Recovery verwalten. Ich habe meine Option Groups, die ich füllen kann. Ich kann Parameter für die Instanzen setzen. Also die stoppen und starten, wie ich will, auch wegwerfen und neu erstellen. Also ist relativ einfach. Das Monitoring, es gibt ein Standard-Monitoring, was geliefert wird. Das sind die CloudWatch-Metriken, die mir als Graph angezeigt werden. Relativ grob, also die dienen der Übersicht. Damit kann ich eben meine Auslastung des Servers auf einen Blick erstmal feststellen. Ich kann gucken, wie viel Speicherplatz ich vielleicht belege, also aber eben im sehr groben. Dazu kann ich dann Enhanced Monitoring konfigurieren, was mir einen Zugriff, ein bisschen detaillierteren Zugriff auf den Server und auf die OS-Prozesse ermöglicht. Ich kann also dann wirklich Details zu der CPU-Nutzung sehen und Memory und Storage Usage, die gerade momentan ja, benutzten IOPS und so weiter und so fort. Und das Highlight ist tatsächlich diese Performance Insights, die mir geliefert werden. Die kosten mich auch bis zu 7 Tagen nichts. Also eine Retention von 7 Tagen habe ich. Da kann ich also wirklich eine Load sehen, wie eben auch
in deiner Welt, Boris, dass ich einen DB-Load sehe und sehen kann, welche Sessions verbrauchen wie viele Ressourcen und welches SQL ist da jetzt gerade ein Hauptressourcenfresser. Und ja, gegen Einwurf kleiner Münze kann ich diese Retention von 7 Tagen eben auch ausdehnen. Ich könnte also auch bis zu einem Jahr tatsächlich Retention auch wählen. Das kostet jetzt auch nicht gerade die Welt, aber es ist halt natürlich ein Kostenfaktor. Da muss man dann mal wirklich genau im Detail reingucken. Und es gibt grundsätzlich immer die Möglichkeit, über einen beispielsweise getunnelten Zugriff mit Tools wie SQL Developer, der ja auch eine SQL-Monitoring-Funktionalität bietet, eben zusätzlich auf die DB zuzugreifen. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, eine Enterprise-Manager-Implementierung gibt es auch. Also es gibt viele Möglichkeiten hier mit Tools und Monitoring eben Gleiches zu erzielen. Es ist halt vielleicht ein bisschen mehr, was ich konfigurieren muss. Zum nächsten Thema, Performance. Bin gespannt. Ja, also Performance. Da muss ich sagen, Christian, da sehe ich ganz, ganz gut hier in Performance, weil ich eine Exadata habe und Exadata hat wirklich einmalige Features wie Smart Scans, Storage Indexes. Ich kann die Anfragen starten und wirklich die Datenmanipulationen werden auf Storage Server durchgeführt. Ja, da werden die Storage Indexes gebaut und vielleicht können da die Gigabytes von Daten manipuliert werden und zur Datenbank Server kommt nur Ergebnis, zum Beispiel 10 Megabytes. Das hast du nirgendwo auch als außer Exadata. Ja, darüber hinaus hast du auch Smart Flash Cache, so dass die Hot-Bereichen von Daten werden in Flash bearbeitet. Du kannst die Daten sehr gut komprimieren mit Hybrid-Columnar-Compression und natürlich die Erstellung von Indexes wird ab Version 19 dann automatisch erfolgen. Zu Shared-Provision, zu Shared-Variante muss ich sagen, dass die PDBs von verschiedenen Kunden auf eine Exadata-Umgebung bekommen eine bestimmte Anzahl von Ressourcen, von Netzwerk und allen anderen Ressourcen, RAM. Und Christian, gegenüber deiner Lösung, Oracle bietet hier keine Overprovisioning, dass die Ressourcen wirklich durch Ressourcenmanager intern von Oracle verwaltet werden und keine Overprovisioning gemacht wird. Ja, jetzt bin ich gespannt auf dein Eintrag zu dem Thema. Ja, Touché. Gut, Exadata kann ich so nicht erschlagen. Overprovisioning wird bei mir vielleicht auch stattfinden. Aber naja, gut, eins nach dem anderen. Ich kriege schon einen Standarddurchsatz hin von, naja, 250 MB die Sekunde. Viel mehr kann ich im Kleinsten nicht unbedingt erwarten. Allerdings, ja, ich bekomme auch ein Minimum von 100 IOPS garantiert, aber ich steigere mich mit der Größe. Das heißt, pro Gigabyte mehr Storage kriege ich 3 IOPS. Das heißt, dass ich bei 1 Terabyte 3000 IOPS kriege. So, und damit steigt halt je mit größer werdendem Storage halt auch meine Performance der GP2 Volumes. Ah, das ist ja nicht alles, denn ich kann auch noch Provisioned IOPS wählen als Option. Und hier habe ich eben IOPS bis zu 40.000, wie vorhin im Screenshot zu sehen. Und bei Instanzen größer 12x Large, die natürlich auch etwas kosten, kann ich dann sogar bis zu 80.000 IOPS garantiert bekommen. Das heißt also, ich kann auch schon einen höheren Durchsatz hinbekommen als im Standardfall. Zugegebenermaßen nicht den Durchsatz, den ich mit Exadata und Flashcache und so weiter bekomme. Ich habe allerdings die Möglichkeit, auch der Instanz zu helfen, indem ich zum Beispiel ein Query Offloading bewerkstellige. Das geht für Oracle leider nicht so ganz kostenneutral, denn für die Read-Replika brauche ich halt die Active Data Guard Lizenz und die kriege ich halt nur mit Enterprise und damit muss ich auch selber die Lizenz bereitstellen. Ja, Thema Overprovisioning. Also meine RDS-Instanz ist natürlich dedicated. Die habe nur ich. Das ist eine Non-CDB, die mir gehört. Die läuft allerdings auf einer möglicherweise Overprovisioned Hardware. Das ist so, ja.
Wenn ich eine etwas größere Welt in der AWS mein eigen nennen würde, könnte ich darüber nachdenken, ein dediziertes VPC bereitzustellen, nur für RDS, was eben dann dedicated eingekauft wird. Also ich könnte auch dann im größeren Stil auch meine eigenen dedicated RDS betreiben, aber halt eben nicht für eine Datenbank. Das lohnt sich nicht. Gut, ja, mal sehen. Was kommt als nächstes? Backup und Disaster Recovery. Lass hören. Boris, du bist stumm. Ja, genau. Backup und Disaster Recovery. Backup wird automatisch geplant und automatisch ausgeführt. Oracle speichert die Backups für letzten 60 Tagen. Sie können auch dann, wenn Sie einen großen Change in Ihrer Datenbank planen, auch die manuelle Backups einrichten. Restore und Recover geht auch über Cloud-Konsole und Command-Line-Interface. Einschränkung: Sie können die Daten, die Backups nur in die gleiche PDB restaurieren, wo auch Backup gemacht wurden. Sie können nicht mit Backup von einem PDB eine neue autonome Datenbank aufbauen. Für diesen Zweck gibt es einen Klon. Ist auch über Cloud Tooling von Oracle dann ganz einfach zu realisieren. Und dabei haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können nur die Metadaten klonen oder halt auch die gesamte Datenbank. Die Oracle empfiehlt dann auch, Ihre Daten in der Datenbank dann auch ab und zu manuell zu sichern. Und dazu eignen sich sehr, sehr gut Export-Import über Object Storage. Sie können auch dann Create Table as Select via DB-Link nutzen. Oder was auch geht, dass Sie auch ein Golden Gate Replikation auch konfigurieren können. Christian, wie sieht es bei dir mit Backup Boah. und Recovery aus? Also so manuell sichern kann ich natürlich auch, ne? Also vorweggenommen Export-Import, auch eben über Database-Links, wie auch Golden Gate kann man alles kaufen. Ich habe aber hier ein Feature, was ich eben sehr schön finde, ist eben, ich habe ein Snapshot-Backup, einmal full, danach immer Incrementals. Und die landen auf einem mir verborgenen S3-Volume, aber die sind eben auf einem Langfrist-Volume gespeichert. Und ich habe eben das hervorzuhebende Feature Multi-AZ. Ich habe einen Klick in der Erstellung einer Datenbank und auch nachträglich kann ich das noch machen und kann eben sagen, okay, ich mache jetzt meine vielleicht Standard Edition damit, ja, mache ich ein Disaster Recovery Site, stelle ich die quasi cold bereit und ich mache ein Failover dann im Disasterfall. Ja, meine Backup Retention ist eben, wie gesagt, bis zu 35 Tage mit der GUI. Und ja, ich habe eine Mindest Akaflock Backup Frequenz von 5 Minuten. Also danach wird ein Backup gemacht nach 5 Minuten. Das heißt, das ist die Zeitspanne, wo ich eventuell Daten maximal verlieren kann, abgesehen davon von dieser Failover-Möglichkeit mit Multi-AZ. Ja, zum Disaster Recovery eben noch gesagt, das Multi-AZ basiert auf Storage Mirroring. Es ist kein Data Guard. Also es ist einfach nur der Block Storage, der eben ins andere RZ gespiegelt wird und dann wie beim Cold Failover wird eine Instanz mit diesem verbunden und gemountet. Ja, oder ich kaufe Active Data Guard und betreibe bis zu 5 Read-Replika gegen Einwurf etwas mehr Geld. Und ich habe die Möglichkeit, mit Snapshots eben auch eine neue Datenbank bereitzustellen. Das heißt, ich mache einen Restore. Das ist immer eine eindeutige AWS-ID, die dadurch neu erzeugt wird. Die kann den alten Namen beinhalten, wenn es als Restore der Originaldatenbank gewählt wird. Ich kann damit aber eben auch eine neue duplizierte Datenbank erstellen. Oder ich mache ein Airman-Backup, was ich nach S3 schreiben kann. Das kann ich aber nicht zum RDS-Recovery verwenden. Also nicht innerhalb von AWS, sondern ich könnte es dann halt on-premises zum Beispiel nehmen, um damit ein Duplikat aufzubauen. Klingt auch nicht schlecht, ne?
jetzt zu dem großen Desaster. Genau, genau. Großen Desaster kommen wir. Und zwar bei der autonomen Datenbank haben wir eine Exadata. Exadata besteht aus mehreren Datenbankservern, aus mehreren Storage-Servern. Alle Komponenten sind redundant ausgelegt. Und genau, die Hardware von Datenbankserver Ausfall werden dann über RAC und Exadata Features realisiert, so dass die Instanzen von einem fehlenden Datenbankserver auf einen anderen Server migriert werden. Exadata Storage wird mit dreifacher Redundanz konfiguriert, so dass das auch Ausfall von einem Storage Server zu keinem Verlust von Daten führt. Schutz gegen logischen Fehler. Hier sind unterschiedliche Möglichkeiten verfügbar. Zu einem, man kann mit Flashback dann die Datenbank oder die Query auch zurücksetzen. Man kann ein Backup zurückspielen oder ein Export-Dump-File auch verwenden. Optional, man kann auch hier ein Golden Gate-Replikation machen und dann auch eine logische Kopie der Datenbank dann im Fall dann die Daten aus Golden Gate Instanz dann rausgenerieren und dann wieder importieren in unsere Datenbank. Disaster Recovery, ja, das ist eine große Minus von autonomen Datenbank, ist momentan nicht möglich, weil DataGuard noch nicht mit autonomen Datenbank dann konfiguriert werden kann. Das ist aber auf dem Roadmap von Oracle. Was die Oracle SLAs anbetrifft, Oracle garantiert die 99,95% Verfügbarkeit der Datenbank und Oracle betont, das ist sowohl für geplante als auch für ungeplante Downtime. Das gilt. Oracle liefert aber keine Recover Point Objective und Recover Time Objective. Diese Daten sind dann bei Oracle, diese Angaben sind bei Oracle nicht vorhanden. Christian, wie sieht es bei dir so mit diesen ganzen Verfügbarkeit-Sachen? Ja, schön. Ich habe mein Multi-AZ, wie schon gesagt, mein Storage Mirror. Ich habe ein Auto-Failover, wenn ich den Multi-AZ nutze. Das heißt, RZ1 ist nicht verfügbar. Es wird festgestellt von Amazon. Automatisch wird aus dem RZ2 meine Datenbank eben bereitgestellt. Das Ganze innerhalb eines ACs habe ich natürlich die SAN-Redundanz, die AWS nutzt. Aber ich kann eben auch mich eben auf die Storage-Spiegelung verlassen, was eben Storage-Ausfall über die AZ-Grenzen angeht. Ja, logische Fehler kann ich genau wie du mit Backup, Export, Golden Gate oder auch Quest SharePlex eben abfangen. Wenn man allerdings nicht direkt auf RDS-Instanzen zugreifen kann, benötigt man sogenannte Hub-Instanzen, die man für beide Produkte im Marketplace erwerben kann. Read-Replika kann ich aber einrichten. Gut, das wäre dann leider auch nur ohne Delay im Moment möglich. Das heißt, so eine Stunde oder 8 Stunden nachlaufen lassen geht leider nicht. Disaster Recovery habe ich, meine ich, so ziemlich alle Funktionen, die sich anbieten könnten. Also Multi-AZ, ich kann über Region-Grenzen hinweg mit Read-Replikas oder Golden Gate arbeiten. Oder ich kann einen etwas manuelleren Vorgang wählen, indem ich halt Snapshots mittels einer Lambda-Function eben aus einem AZ oder einer Region in eine andere verschiebe. Da gibt es auch schöne Anleitungen zu. Ja, zum Thema SLA, also es gibt ein Service Commitment, auch genau wie bei dir, 99,95%. Ein bisschen mehr Angaben zum RPO und RTO, also ein Recovery Point Objective, da muss ich mit 0 bis 5 Minuten rechnen, vorausgesetzt eben mein EBS-Volume und die Archive-Logs sind da. Das heißt, um dann eben im Katastrophenfall da die Archive-Logs zu applyen. Und wenn ich das RTO angucke und wirklich ein EBS recovern muss auch noch, dann sind das eben entweder kleiner 30 Minuten wird angegeben oder up to hours. Also klar, das ist aber dann schon der Extremfall.
dass ich wirklich über ein Storage Volume dann wirklich erst noch restoren muss woanders hin. Ja, ich finde, das ist für meinen Anwendungsfall ausreichend. Gut, dann reden wir über die Wartbarkeit, Patching und Upgrades, und zwar in der Autonomous Database wird ein Patching in ein Rolling Manager ausgeführt und das geht über alle RAC Datenbank Nodes und auch über alle Datenbank Storage Server. Dabei wird auch wirklich gesamten Stack aktualisiert, von Firmware bis zum Betriebssystem, Virtualisierungsschicht, Clusterware und die Datenbank. Die Datenbank ist während des Patchings auch dann verfügbar, weil die Datenbank wird dann von einem Knoten zu anderen ohne Unterbrechung dann migriert. Und in dieser Zeit werden die Kunden, auch die mit der Datenbank arbeiten, nichts merken, weil dank Application Continuity werden auch die Services migriert ohne Unterbrechung. Die Patching ist für die Kunden, die Shared-Umgebungen nutzen, automatisch von Oracle geplant und da gibt es keine Möglichkeit, die Patch-Fenster mit Oracle zu diskutieren. Ganz anders sieht das bei Dedicated Deployments. Da hat der Kunde die Möglichkeit, mit Oracle auch den Zeitpunkt und auch Zeitdauer dann zu besprechen. Oracle patcht die Tausende von Systemen im gleichen Tag und sammelt damit auch die viele wertvolle Erfahrungen, so dass die nächste Patchen auch die Probleme bei Patchen, wenn die auftreten, dann auch bei nächsten Patchen dann auch berücksichtigt werden. Und Oracle intern nutzt für Fallback-Szenario auch dann Technik Table Edition Based Redefinition, so dass die Tabellen werden dann vor dem Patchen dann weggesichert, dann wird das System gepatcht, wird geprüft, ob die Performance oder anderen Probleme nach dem Patchen auftreten. Wenn das der Fall ist, dann wird dann die Tabelle wieder aus diesem Kopie dann wieder hergestellt. Und ich muss noch dazu sagen, dass die Endkunden auch keine Möglichkeit haben, mit Oracle zu diskutieren, welche Patches eingespielt werden müssen. Das liegt alles in Oracle Verantwortung und auch natürlich dann One-Offs und so zu bestimmen, ist gar nicht möglich. Und auch Upgrade zum Beispiel von 18 auf 19 wird irgendwann kommen und da hat man keine Möglichkeit, das zu diskutieren. Ja, Christian, jetzt bist jetzt, du. Jetzt sage ich, okay, das ist schon gut. One-Offs habe ich auch nicht. Wie du gerade sagtest, das wäre auch ein bisschen viel verlangt, denn da müsste ja der Provider, welcher auch immer, eben vorher garantieren, dass es nicht zu einem nachteiligen Effekt kommt, der dann wiederum alle beträfe. Aber hier habe ich doch einen Riesenvorteil, wie ich finde. Also ich kann wirklich mein genaues Release und den Patch wählen. Ich habe so ziemlich alles Denkbare im Angebot von 11.2 bis 19. Ich kann wirklich wirklich aus der Reihe beispielsweise 12.1.0.2 die Version V17 wählen und kriege damit die und die Patches aktiviert oder eben nicht. Der Magie, die du da hast, traue ich gar nicht hinterher. Ich habe natürlich auch Rücksicht zu nehmen darauf, wie das passiert. Es gibt ein sogenanntes Managed Patching oder Upgrade-Möglichkeit. Also Problem ist, es wird halt von mir angestoßen oder in einem Zeitraum erlaubt, aber es gibt kein einfaches Rollback. Das heißt, es gibt nur die Möglichkeit, den automatisch erzeugten Snapshot nachher zu restaurieren. Das heißt, gerade in Produktion sollte ich sowas vorher in einem Duplikat vielleicht mal getestet haben, damit ich eben nicht nach Go Live meiner abgegradeten oder gepatchten Datenbank
die Deltas verliere und zum alten Snapshot zurück muss. Für Dev und Test ist das allerdings vielleicht kein Problem und damit kann ich die Auto-Miner-Version-Upgrade-Funktionalität vielleicht durchaus aktivieren, die mir eben die Release-Bundles automatisch applied. So, und das wird dann automatisch vorgenommen im nächsten Maintenance-Window. Ja, und automatisch eben auch für Upgrades möglich. Also die kann ich anwählen und die werden dann automatisch auch im, also ich muss die dediziert erlauben, die Upgrades, aber die werden automatisch im nächsten Maintenance-Window durchgeführt. Ich habe einen Riesenvorteil. Ich kann bei Private-Instanzen wirklich längere Zeit auf einem mir genehmen Patchstand, den vielleicht auch der Applikationshersteller, der auf meiner Datenbank läuft, supportet, verbleiben. Es kann bei mir nicht passieren, dass auf einmal meine Datenbank kein 18er, sondern ein 19er ist oder keine 19er, sondern eine 20er, sondern das steuere ich wirklich mehr oder weniger selbst. Wenn meine Instanz public erreichbar ist, habe ich allerdings den Zwang, innerhalb eines kurzfristigen Zeitraums zu patchen. Das schreibt mir halt AWS vor, damit deren Infrastruktur auch nicht gefährdet ist, worauf ich mich ja auch gerne einlasse. Ist doch fair. Ja. Weiter. Genau, Skalierung, Autoskalierung. Was haben wir bei autonome Datenbank? Und zwar, wir haben Upscale und Downscale von CPUs und Storage. Das funktioniert auch ohne Unterbrechung. Und bei Autoskalierung haben wir die Möglichkeit, eine dreifache an CPU-Leistung zu bekommen. Also das bedeutet, wenn wir eine OCPU für unsere autonome Datenbank konfiguriert haben und Autoskalierung eingeschaltet haben, dann in Peak-Zeiten bekommen wir bis zum 3 OCPUs dann zugeschaltet. Und natürlich, wenn dann Last wieder nach unten geht, dann werden die auch dann abgeschaltet. Ja, Christian, was gibt es bei dir so in diesem Bereich? Ja, okay, Autoscaling in dem Sinne, was CPU angeht und Instanzen, ja, habe ich nicht. Also ich kann sehr flexibel meine Instanzgrößen wählen und die eben auch hoch und runter skalieren. Das ist allerdings immer mit einer kurzen Downtime verbunden. Storage kann ich dagegen autoskalieren, da kann ich das Häkchen setzen, ich kann meine Maximalgrenze festlegen, bis zu der das automatisch passieren darf. Ja, der einzige Nachteil ist halt, wachsen geht, verkleinern in der Regel schlecht, aber ich glaube, das ist bei dir jetzt auch nicht so easy. Von daher ist es einfach nur ein Hinweis. Ja, ich bin gespannt. Jetzt lass doch mal zusammenfassen, was unsere Datenbanken so wirklich auszeichnet. Fang an. Genau. Und zwar, wie ich schon sagte, Exadata Features. Ich liebe Exadata Features und ich genieße wirklich dann mit Exadata zu arbeiten und sehen, wie große Datenmengen so wirklich performant dann abgearbeitet werden. Also für mich Exadata Features ist Nummer eins. Und als zweites würde ich sagen, also proaktives Erkennen von Hardwarefehlern. Das ist wirklich auf der autonomen Datenbank dann Alleinstellungsmerkmal. Die Ausfälle werden automatisch entdeckt und die Datenbanken, diese autonomen Datenbanken werden dann auch vollautomatisch auf die andere Hardware migriert. Auch wohlbemerkt ohne Unterbrechung. Ja, Christian, jetzt bist du an der Reihe. Ich liebe Exadata auch. Aber die Exadata ist halt jetzt auch Oracle und betrifft nur eine Oracle-Instanz und Oracle-Datenbanken. Aber ich habe die Möglichkeit, mehrere Datenbank-Engines und Derivate der Engines einzusetzen. Also ich könnte RDS for Oracle oder RDS for SQL Server nehmen. Also die Platzhirsche, für die ich halt auch Geld zahle. Oder ich nehme eine Open Source Datenbank wie Postgres oder MySQL oder MariaDB. Je nach Wunsch oder eben AWS-Geschmacksrichtungen, hier Aurora, was eigentlich auch eine Postgres-Basis hat, wie auch Redshift, ebenfalls ein Produkt, was auf Postgres basiert und weiterentwickelt wurde als Data Warehouse Service. Und ich habe hier ein Kernfeature, was du nicht kannst, also eine SE, also wenn
Kunden durchaus mit einer Standard Edition zufrieden sind und auch eine ältere Version davon benötigen, wie die uralte Version 12.2. Also die gibt es ja wirklich noch im Feld häufig anzutreffen. Und uralt ist sie jetzt auch nicht im Vergleich. Also das kannst du tatsächlich nicht bewerkstelligen. Da zusätzlich habe ich auch noch ein sehr einfaches Disaster Recovery für die Standard Edition, indem ich einfach das Multi-AC-Häkchen setze und nochmal hervorgehoben, die Standard Edition kann ich mit License Included auch kaufen. Das heißt, ich habe da eine sehr verfügbare Variante, Standard Edition, sehr kostenoptimiert. Ja, und zu guter Letzt die Character Sets, auch das mag vielleicht den einen oder anderen interessieren, wenn er denn ein MS-FIN 1252 haben will oder W8 ISO 8859B15, vielleicht sogar das nur das eine. Ja, ich finde, hat schon ein paar Vorteile so eine RDS-Instanz auch. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal den Oracle-Pfad verlassen wollen und auch zusätzlich andere Optionen ins Auge fassen, die aber alle mit der ähnlichen Schnittstelle, mit den ähnlichen Features eigentlich versorgt werden. Ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Ja, lass mal ein Fazit machen. Oder nein, halt. Die Tipps und Tricks habe ich vergessen. Tipps und Tricks, genau. Ja, wir können natürlich so eine eigene Präsentation über Tipps und Tricks noch geben. Aber wir haben gesagt, wir machen das eine Folie. Und zwar bei Oracle gibt es kein SysDB-Recht, aber dafür gibt es ein DBMS Cloud Admin Package, womit man auch so einige administrative Aufgaben erledigen kann. Und hier habe ich einen Aufruf publiziert, was Application Continuity für einen bestimmten Datenbankservice aktiviert. Ja, wenn man das aktiviert, werden dann die Kunden, die diesen Service für Verbindung zur Datenbank nutzen, bei Migration der Datenbank dann auf der Applikationsebene dann auch nichts bemerken. Zweiten Tipp, autonome Datenbank wird mit mindestens 3 Services ausgeliefert. Das sind die Low, High und Medium Services. Und Tipp 1 ist, dass wenn Sie planen, einige DDLs auszuführen, wie Create, Object, Drop oder Alter Object, verbinden Sie sich mit der Service Low, weil dann wird das Ganze seriell ausgeführt. Bei DDLs mit parallelen Ausführungen kann die Statement mit Fehler beendet werden. Deswegen DDLs bitte mit Low Service. Und wenn Sie DMLs parallel ausführen wollen, dann verbinden Sie sich mit Services Medium oder High. Sie haben auch die Möglichkeit, dann auch Parallelität mit dem Hint Parallel zu erzwingen. Ja, Christian, was kannst du? Welche Tipps hast du im Bereich auf RDS? Ich kann viele Tipps geben. ja, Storage-Vergrößerung ist halt ein heikles Thema. Gut, ich hatte schon gesagt, Verkleinerung ist nicht möglich. Deswegen die Downtime und den Aufwand, wenn es denn mal nötig wäre, berücksichtigen. Und eben vor allen Dingen der Hinweis nochmal, nur einmal alle 6 Stunden. Und das trifft eben auch für Autoscaling zu. Wenn ich Autoscaling aktiviert habe und ich fahre dem Autoscaling vielleicht dazwischen, indem ich die minimale Größe manuell anhebe, dann muss ich auch wieder 6 Stunden warten, bis irgendetwas passiert in der Richtung Vergrößerung. Ja, oder ich eine Änderung vornehme am Autoscaling. Ja. Data Pump Dir. Die Data Pump Dir liegt eben wie die Daten der Datenbank auch auf einem Volume und die beiden Sachen liegen zusammen auf einem gemeinsamen Volume namens RDS-DB-Data. Das heißt, dass wenn ich eine Terabyte Datenbank habe und davon bis zu 1 Terabyte exportiere, dann würde dieser Export zusätzlich in dem RDS-DB-Data landen und dieses Volume halt bis zu verdoppeln. Das heißt, dadurch, dass kein Shrink möglich ist, zahle ich ab dann ja, den 1,5 oder wie vielfachen Preis dauerhaft.
das sollte ich berücksichtigen und muss gegebenenfalls, sollte es denn mal der Fall sein, die Data Pump dir in dem Umfang zu nutzen, darüber nachdenken, dass ich meine Instanz irgendwann mal migriere auf eine neue RDS-Instanz, die ich zusätzlich bereitstelle und dann mittels Data Pump über einen DB-Link oder wie auch immer Database Migration Service die Daten dort rüber schaffe. Vorsicht, beim Snapshot Restore wird eben der Inhalt von den Data Pump DS auch gelöscht, weil es eben im selben Volume liegt. Dann zu den Option Groups. Ich hatte zu Beginn gesagt, es gibt Option und Parameter Groups. Die Parameter Groups sind halt die Instanzparameter, die ich stellen kann. Die Option Groups beschreiben halt die der Datenbank hinzugefügten Optionen, so wie man jetzt sagen würde, man aktiviert Partitioning, ja, dann oder eben in dem Minimalfall, den ich hier als Tipp geben will, S3 Integration, den sollte man eigentlich immer zuwählen in der Option Group, denn nur so kann man was wirklich in ein S3 Bucket reinschreiben aus der Datenbank raus oder eben auch aus dem S3 Bucket importieren. Da wäre der Tipp, die Default Option Groups zu kopieren, die je Release einer Datenbank bereitgestellt werden und daraus eine eigene Option Group zu erstellen, die wenigstens die S3 Integration als Feature beinhaltet. Und dann kann man sich Gedanken machen, je eine Option Group pro DB zu verwalten oder wenigstens pro DB Gruppe, beispielsweise je Stage, Test, Acceptance, Pod oder wie auch immer Sie das regeln, denn Sie können eine Option Group nur dann ändern, wenn keine Datenbank sie nutzt. Demzufolge sollte man das berücksichtigen. Und es gibt dann eben einen Lernaufwand, den man einmalig betreiben sollte, was das Feature RDS Admin angeht. Und das ist eben der DBA-Ersatz, mit dem ich eben Sachen wie Force Logging schalten kann und so weiter. Da als Stichwort steht da unten rechts auf der Slide Common DBA Tasks, wenn Sie das suchen in der AWS-Dokumentation, dann finden Sie je Release, je Engine einer Datenbank immer die Mittel, die dann zur Verfügung stehen. Hier bei RDS Admin wäre das ein Paket namens RDS Admin Util, was so Standard-Tasks wie Kill, Restricted Session setzen, Add Log-File, Drop Log-File, also Log-File-Resizes ermöglicht, die Konfiguration schlicht anzeigt, die gerade in der Datenbank aktiv ist, Force Logging setzt und Supplemental Logging einstellen kann für beispielsweise Replikation mittels Golden Gate oder Database Migration Service. Dann gibt es ein Paket RDS Admin Airman Util, was eben zum Beispiel ein Validate Database zulässt, um die Konsistenz der Datenbanken und das vielleicht vorhandenen Airman Backups zu überprüfen. Und zu guter Letzt RDS Admin Master Util für Maintenance Tasks wie das Truncate von SysOut Tables und so weiter. Also da sollte man im Vorfeld auch mal reingeguckt haben und man muss sich das aneignen. Jetzt kommen wir zum Fazit. Schieß los, Boris. Ja, genau. Ja, was mir in der Autonomous Database fehlt, wirklich dann Standard Edition, weil autonome Datenbank ist schön, hat sehr viele Optionen. Wir haben aber in der Welt auch viele Kunden, die auch super mit Standard Edition Datenbanken auskommen. Und für die wird autonome Datenbank vielleicht zu überdimensioniert und auch vielleicht zu teuer. Ja, und dass zurzeit noch kein Disaster Recovery mittels Data Guard möglich ist, ist auch dann ein großer Nachteil für mich. Aber wir hoffen, dass bis Ende des Jahres kommt das Data Guard in die autonome Datenbank. Ja, natürlich als Pro-autonome Datenbank sprechen viele Sachen wie Exadata-Features, CPU-Autoskalierung, analytische Funktionen, Performance Hub und natürlich ganz einfache Apex Integration. Christian, jetzt kannst du deine Zusammenfassung liefern. Tja, zugegeben, mein Nachteil zuallererst sind die etwas höheren Lizenzkosten. Also ich bekomme tatsächlich für meine Oracle Prozessor Lizenz nur die Hälfte von dem, was du hast. Also eine Oracle CPU besteht aus zwei Threads. Also ich kann zwei Threads auf dem Core im Prinzip betreiben. Und eine Lizenz liefert zwei OCPUs. Eine Lizenz ist auch gut für zwei VCPUs. Leider ist eine VCPU in AWS nur
zwei Threads, also eine, ein Thread, Entschuldigung. Das heißt, zwei VHOP-CPUs sind gleich zwei Threads und eine Lizenz und du hast das Doppelte. Das ist ein kleiner Drawback, gerade wenn es an die teuren Lizenzen geht, wie Enterprise Edition. Ja, die Performance-SLAs, aber ich glaube, dieses Problem haben wir vielleicht beide. Du hast aber die bessere Performance. Ja, dann dieses leidige Thema halt Shared und Overprovisioning. Ja, ich habe ein Shared Backend. Da muss ich gegebenenfalls Rücksicht drauf nehmen. Und ja, es kann sein, dass meine Performance wirklich mal etwas einbricht, wenn irgendein Ärgernis stattfindet. Ja, und ich habe das Handling von RDS-Admin, was gelernt werden muss. Gut, aber wir müssen alle immer lernen. Gehen wir über zu den Pros. Also es ist sehr einfach zu nutzen. Es ist für alle Datenbanken und auch verschiedene Engines eigentlich immer das gleiche Interface. Ich habe einen Riesenvorteil, ich kann die Standard Edition nutzen, wo nötig oder wo möglich. Und genau damit auch noch wirklich meine Instanzgrößen runterdrücken. Das heißt, ich habe eben auch schon Kunden gehört, die gesagt haben, selbst ich habe das Standard Edition und ich habe dann die und die Memory-Konfiguration genommen, so wie bisher im Rechenzentrum. Und da ich in der Cloud bin, habe ich dann mal einfach in Wartungsfenstern dann Stück für Stück mein Memory dekrementiert und war überrascht, wie wenig Memory ich eigentlich brauche. Und im Bedarfsfall kann ich sie ja mit kurzer Downtime entsprechend wieder vergrößern für den Peak. Gut, ich habe meine Multi-AZ und damit auch eine Georedundanz mit der ganzen Architektur, hatten wir im Vorfeld besprochen. Die Auto-Snapshot-Backups finde ich wirklich toll und einfach. Ja, und Manage Patching und Upgrade und auch den möglichen Verbleib auf älteren Releases, bis es mir denn passt, ein Upgrade zu machen. Finde ich doch hervorhebenswert. Ja, ich hoffe, das hat keine Fragen hervorgerufen. Wenn, dann können Sie uns natürlich jederzeit im Nachgang auch nochmal kontaktieren. Von meiner Seite danke ich und ja, Boris. Genau, von meiner Seite genau. Danke und bleibt gesund. Genau.